Tag, ihr Lieben. One Hour into Thief. Früher mal Dark Project. Mittlerweile überall Thief nur noch. Die Nächte werden länger. Es wird früher dunkel. Und im Dunkeln ist gut munkeln. Deswegen mal gucken, wie gut ich schleichen kann jetzt. Bei Mord auf Schatten hat es ja halbwegs funktioniert. Also ich war relativ zufrieden mit meiner Leistung im Gegensatz zu Metal Gear Solid. Und naja, mal gucken, wie es jetzt läuft. Ich bin gespannt. Ob es denn überhaupt noch so viel mit Schleichen zu tun hat? Ich denke mal schon. Ich hoffe mal, oder? Was haben wir hier? Schurke. Ach, der Schwierigkeitsgrad. Ne, okay, ne. Machen wir mal Dieb. Muss sich auch ein bisschen lohnen. Zivilpersonen, okay. Also schön Obacht beim Schleichen. Schlösser knacken, Mal schauen. Ich habe damals den ersten Teil die Demo gespielt auf dem PC und dann nie wieder, weil so richtig war es nicht meins, aber naja, vielleicht hat sich ja genug geändert oder ich habe mich genug geändert, damit das jetzt irgendwie mal was ist für mich. Ich bin gespannt. Eine Sache. Es ist wieder die Xbox One Version und alles hat seinen Preis. Ja, mal schauen. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Ja, okay, das sieht aus, als wäre hier irgendwie... Oh, er lebt noch. Dachte schon, der wäre hinüber. Hier ist es zu hell. Machen wir es uns etwas gemütlicher. Psst, Mensch. Fette Beute. Eine Taschenuhr. Sehr schön. Na, Schränke? Wunderbar, Mensch. Das läuft. So, zumachen, damit keiner was merkt. Fällt auch gar nicht auf, wenn alles Wichtige auf einmal in der Bude weg ist. Hauptsache, der Schrank ist zu. Ganz schön große Taschen haben, der Kollege. Garrett, glaube ich. So hieß er früher, wenn ich mich nicht täusche. Ist aber auch schon eine Weile her. Ja, Mensch, Hindernisse kommen ja gleich erstmal abstauben. So, kommt er wieder. Ah ja, so leider nicht zugegangen, alles klar. Was haben wir denn hier noch so? Nichts Brauchbares. Also, optisch auf jeden Fall schon mal ein schönes Ding. Plötzlich irgendwie, oder wie schleiche ich denn? Da gibt's da bestimmt einen Knopf noch für.
Da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Psst, Mensch, ich fahr doch. Ich fahr doch ganz langsam, Mensch. Na gut, ist auch egal. Stick, um den idealen Punkt zu finden, RT, um die Position zu bringen. Mhm. Alles klar. Kommt bestimmt später noch auf Zeitdruck, aber so erstmal. Uiuiui. Und schöne Hände hat er. Tja, im Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Oh, guck doch mal, wie schön noch so ein Himmel sein kann, wenn man nicht hier diese Lichtverschmutzung durch Großstädte hat, wie sie heutzutage immer ist. Wunderschön. Wer ist denn draußen so ein... Ah. Okay. Alte RT. Mhm. LT mit Springen. Drücke LT, um zu springen. Ach, ich glaube, der bleibt an der Kante stehen, wenn ich nicht springen drücke. Das ist ja sehr hilfreich, auf jeden Fall. Oh. Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon, das wird wie früher. Würde mich nicht wundern, wenn hier noch ein paar Sachen versteckt sind, die ich jetzt alle übersehe. Aber dann, naja, ist das halt Pech. Ich renne erstmal über der Pippi hinterher. Uiuiui. Schön, dass du es geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. Lichtkristall. Mhm. Ach, hier mein Anzeiger, alles klar. Huch. Mit Schatten. Und Füßen. Ah. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich freue mich ja immer über Füße. Ich weiß, du gehst gerne voraus. Nee, nicht schießen. Na, hier noch irgendwas? Nee. Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Was ist das denn? Da komme ich dann wohl nicht weiter. Cool. Laden wir ab. Batman-Style. Sommertag vorbei ist. Warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Karren nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ja, ja. Wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Komm ich denn jetzt?
ganz unauffällig. Was sind das für komische Geräusche hier? Spukt's hier oder was? Beim Klettern kann man sich nicht umschauen. Gary, komm schon. Huch, hallo. Da. Jo, ich komme. Garrett, hab ich's doch gewusst. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Garrett, den ich kenne. Wie wär's mit einem Wettkampf? Wer am meisten einsackt, gewinnt. Gabi, aha. Achso, Schlag, alles klar. Praktisch. Zoom kann auch ein bisschen. Cool. Sieh mal, was ich gefunden habe. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? Nix. Na gut. Auch nix. Haben mir nicht das beste Haus ausgesucht für den Wettstreit zum Stehlen. An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge. Na gut, sieht erstmal okay aus. Zu? Ich dachte, der guckt um die Ecke. Schade. Das macht doch was her. Stück Seife? Nee, Seife wollen wir nicht. Oh, das sieht auch noch gut aus. Ist schwer, in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. Auf die Straße pinkelst. Geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang. Runterfangen geht nicht. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Ja, Entenflügel klingt lecker. In der Tat. Lecker Entenflügel. Yum, yum, yum.
Huch. Uiuiui. Wenn auch keiner was merkt. Völlig unauffällig. Naja. Ist das irgendwie kaputt? Nee. Naja. Okay. Mal's auf dem Tisch, alles klar. Also schön langsam. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel. Sondern um was? Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Ja, wie sollte es auch anders sein? Durch Einsatz von Fokus, ne? Fokus steht bestimmt jetzt schon wieder in den Hinweisen und kommt aber erst, keine Ahnung wann im Spiel. Kenne ich schon. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Das sind zwei. Was soll der Quatsch? Oh, falscher Wachmann. Bronson, komm mal her. Was war denn das? Komisches Minispiel? Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Schleicht da herum. Was? Oh, nö. Das ging aber schnell. Scheibenkleister.
schön in die Falle getappt. Nicht spähen, sondern sie Münzen einstecken, Mensch. Ha! So sieht's aus. Wasserpfeile. Wasserpfeile sind gut. Damit kann man... Fackeln ausschießen. Ach, mit Karte. Cool. Ich lasse ihn mal an. Fup. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Ja, warum nur? Was war das? Was zum... Schritte? Ich hab den Schüler falsch gemacht. Nee. Das ist schon wieder wie bei Riddick. Das gibt's doch nicht. Naja, gut. Das ist wohl der endgültige Beweis. Schleichen ist nicht meins. Ich weiß nicht, was bei Mordor anders ist, aber... Naja. Schleicht da jemand herum? War ich zu schnell oder was? Gibt's doch nicht. So, geduckt bin ich. Gesundheit. Schön langsam. Da war ich wohl wirklich zu schnell. Nee, lieber nicht. Ich muss ja mein Glück jetzt nicht provozieren. Oh, dann nehme ich doch lieber den Becher mit, Mensch. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? So, ich bin ganz langsam, ich bin ganz leise. Ich bin ganz unsichtbar. Das ist eine elektrische Lampe, da kann das sein, die da flackert. Interessant. Aber gut, das war ja schon immer so eine gewisse steampunkige Welt. Also, wo war ich? Da wollte ich hin. Moment, das habe ich doch schon gemacht jetzt. Schleicht da jemand herum? Ey, es ist doch wohl... Scheiße. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Huch, wie ist denn jetzt? Ah, okay. Aha, dahinter. Dann gehe ich einfach die Treppe hoch. So, ganz einfach. Das verdammte Feuer geht ständig wieder toll. Aus. Du würdest nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Na ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt.
Uiuiui, knappe Nummer. Hm? Komm schon, was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. Genau, ins Dunkel packen. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie. Ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar. Ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Konfliktpotenzial. So, liegt hier noch irgendwo was rum? Da kommen wir später vielleicht nochmal hin. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Bleib außer Sicht, natürlich. Na? Guck weg. Ein Wurfobjekt, na, das wird mir doch bestimmt nochmal nützlich sein. Moment, ich muss... Aha. Inventar. Genau. Die Typen bloß nicht auf dem Kopf. Was ist hier los? Nicht, dass er mitkriegt, was hier los ist. Ist hier jemand? Nein. Hallo? Nein, psst, alles gut, alles gut. Oh! So, setz dich erstmal schön auf die Bank, mach mal ein Nickerchen. Oder auch nicht. Heilige Alarmglocke! Wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um mein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen, aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Und? Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Ich weiß, Sir, aber er glaubt dieses verdammte Gerücht, dass wir korrupt sind. Ach, tut er das? Dann solltest du ihm mal in seinen fetten Arsch treten. Da ist noch ein Becher, oder? Naja. Sir. Lieber nicht. Na, der nächste Tote? Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wenn sie sich im Griff hat, ist sie Arbeit. Besser? Ja,
Machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. Das gibt doch Ärger. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Proben. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel! Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt und industrieller Aufklärung. Beginnen wir mit der Kanalisierung der Urkraft. Samla Instrakakan. Skemmamakana. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein, wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Na? Hat er sie gekratzt oder geschlagen? Macht man beides nicht. Oh, oh, oh. Keine Bewegung. Und bumm. Garrett, ich rutsche. Garrett, gib mir die Kralle. Ach, der Fall. Alles klar. Alles ein bisschen hektisch. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was sich daraus für eine Geschichte entwickelt. Auf einem Wagen. Hey, er wacht anscheinend auf. Los, nicht so faul. Wir müssen in die Stadt mit ihm, bevor die Abriegelung losgeht. Langsam, Junge. Wir müssen ihn nur sicher zum Uhrenturm schaffen. Dann ist alles in Ordnung. Wohin des Weges? Zum Bäcker in Stonemarket. Ah, hab ich mit dir geredet, Bastard? Hey, geh weiter. Scheiß Bettler. Man vermisst die alte Wache. Die Stimmen! Die Albträume!
Die Schwermut wird schlimmer. Überall außer Alldale. Man muss was unternehmen. Wir interessieren keinen Junge. Das wirst du bald lernen. Ihm geht es nur um den Fortschritt. Wollt ihr diese verdammten Rohre überall haben? Hey, du da! Das reicht jetzt! Na? Davon werden wir nicht satt! Davon werden wir nicht gesund! Du! Haltet euch für sicher! Nur weil ihr Dreck schaufelt für die Reichen! Der Baron hat einen Strick für jeden von uns! Doch Veränderung kommt! Orion wird sie bringen! Der Baron wird brennen! Mhm. Seht! Seht! Sie da liegt ja einiges im Argen. Kopf runter! Du, mit wem redest du? Lauf! Ja! Halt! Nicht entkommen! Ich bin hinter dir! Na, Kollege, kann ich dir irgendwas tun? Was Gutes? Nee. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. Ach nee. Was ist los mit mir? Oh, nicht schon wieder irgendwo verstecken. Nee. Nee, das lassen wir mal. Die Kratzspuren zeigen mir scheinbar an, wo ich klettern kann. Wie praktisch. Oh, der Glockenturm. Ach, oje. Schade, ich dachte, die Milchkübel wäre vielleicht noch was. Du hast mir gerade einen weiteren Tag in diesem Loch gekauft. Was? Ich hab gerade Kohle geschlagen, oder? LB im Ausweichen.
Besser er als ich. Ah, schön vor die Tür im Dunkeln. Breitkopfpfeil, das ist gut, glaube ich. So, da hoch oder da hoch. Nee, da bin ich ja hergekommen. Oder? Doch. Kralle ist recht leise, wenn man sie richtig benutzt. Bei Aaron klang das Ding lauter, als es ist. Ist ja ein Totschläger schwer zu benutzen. Was kann man denn bei so einem Totschläger falsch machen? Denn jetzt? Hört alle her! Hört alle her! Die Steinhauergasse ist über Nacht gesperrt! Kein Durchgang! Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Selbstmordseuche. Durch den Selbstmordseuche? Dinger, denn niemand reparieren? Da ist auch noch einer. Ein Handwerker, dessen Finger nicht gebrochen sind. Ich fühle mich nicht besonders. Ups, blinkt. Oder nicht? Das ist doch schon wieder prädestiniert dafür, in die Hose zu gehen. Scheibenkleister. Sei ruhig, Alter. Schnell weg. Oh, lauf zu, Junge. Lauf zu, Junge. Die haben mich gesehen. Schnell weg. What? Ja, das glaube ich aber auch. Uiuiui. Nein, nicht von... Oh, Mann, oh. Das wird dir noch lang... Boah, nicht der nächste. Scheiße.
ist der Typ jetzt hin? Du bist also ein Dieb. Wir sind für besonders schlau. Schnell von hinten den Burschen knallen. Schnell von hinten anschleichen und dann. Da, tust doch hier war noch was. Super, so eine läppische Münze. Ich finde niemanden. Der sieht nicht, dass sein Kumpel hier liegt und dann ist er. Dann lässt er sich ganz einfach von beruhigen. Also. Der steht neben seinem Kumpel und das macht ihn nicht stutzig. Okay. Oh, da war noch was. Messer, na gut. Wer hat denn da gerade gesprochen? Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Was die wohl in den Eintopf werfen? Bewohner oben. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Sieh dir das an. Ich würde ja selbst zugreifen, aber ich brauche den Job. Wenn das seine Auslage ist, was hat er dann in sein... Ob ich den im Schrank verstecken kann? Ausprobieren. Nö. Scheinbar nicht. Ach, okay, in dem kann ich mich echt nur verstecken. Na gut. Katsching, Kassensturz. Oh ja. Nicht so üppig. Was die machen, die da schnarcht? Das machen wir ganz schwach.
Das war also das besagte Geräusch, wenn man es verknackt. Diese Juwelen sind aus Glas. Aber wenn das jemand nicht weiß, bezahlt er gutes Geld dafür. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Moment. Was haben wir denn hier? Ah, praktisch. So, jetzt aber. Er schnarcht die ganze Zeit. Na los. Ah, schon ein bisschen kniffliger hier. Den richtigen Bereich zu finden, ne? Das muss sich jetzt aber lohnen. Sein Mensch. 20, naja. So, merkt keiner was. Na, kann ich ihn auch noch ausrauben? K.O.-Schlagen. So, sicher, sicher. Mensch, hätte er auch gleich haben können. Wer hat das gesagt? So, wie war das jetzt? Gedrückt halten, genau. Denn hier irgendwo eine richtige Karte? Ziele. Ah. Lösche neuen Flammen. Da habe ich wohl schon ein bisschen was vergeigt jetzt. Schade. Spielerfortschritt, was haben wir denn da? Huch. Gemeisterte Kapitel in jedem Spielstil. Okay. Mensch, wie kann ich denn hier in die Ecke gucken? Sag mal.
Zu verlockend. So, mal sehen. Vetter, ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben im Regen verrotten. Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Mhm. Das Lützen ist noch nicht wahr. Ui, 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 ui. Wo war ich? Reich machen. Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie, besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für eine Hure zieht. Scharlatan. So, das hast du jetzt davon. Feuerpfeile. Cool. Mhm. Ach du Schande. Wie kriege ich jetzt die Kombination raus? Hm. Irgendwas gesammelt? Kundenbeute? Nee. Das ist, glaube ich, nichts, was mir jetzt hier weiterhilft. Nö. Dokumente. Drei, sieben, neun. Versuchen wir es doch mal. Drei, sieben, neun. Habe ich mich verlesen? Oh, 7, 3, 9. Ja. Also nochmal 7. Klack. Haha. Sehr schön. Alle Diebe sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Es ist ausgefallen als meine anderen Masken. Für meine Sammlung. Jawohl. Der nächste Maskenball kommt bestimmt. So, was haben wir hier noch? Da liegt auch noch was. Eine Tür. Erstmal gucken. Ach so. Nee. Ich soll ja übers Dach abhauen. So, hier. Oh, da habe ich was übersehen. Sträflich. Tür zu. Da bin ich hergekommen. Genau.
Was haben wir hier noch? Ach so, das Zimmer. Okay. Dann nach oben. Oder auch nicht, Stunde ist ja rum, schade. Trotz meiner Unfähigkeit zu schleichen, hat es doch Spaß gemacht, muss ich sagen. Spiel ist zwar nur geliehen, aber ich denke mal, für einen guten Preis werde ich es mir dann doch irgendwann mal holen. Ein bisschen weiter schleichen und... Tja, wenn euch das gefallen hat, ne, dann drückt doch mal einen Daumen hoch hier. Oder abonniert uns, dann kriegt ihr immer mit, was wir noch so Neues treiben. Folgt uns auf Facebook. Steht ja alles jetzt da. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh Gott, out.